Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen auch kennt aus eurem Alltag. Ist mir wirklich egal. Heute gehe ich um 10 Uhr pennen. Punkt. In diesem Video erkläre ich dir, warum du in einer Illusion lebst und nicht existierst. Und ich kann dann nachts irgendwie nicht schlafen. Das heißt, ich lege mich dann ins Bett und irgendwie komme ich nicht zur Ruhe und dann gucke ich mir richtig krassen Scheiß an. Zum Beispiel gucke ich Medical Detectives. Was ich da aber dann noch krasser finde und irgendwie bin ich voll drauf hängen geblieben, dass ich mir so Crime Stories angucke, ne, wo Leute bei der Polizei anrufen. Gestern Nacht habe ich dann eins gesehen und dachte mir, what the fuck, ey, das ist so haunting. Das ist so krass, da kriegst du so krass Gänsehaut und ich wollte es jetzt einfach mal mit euch teilen. Und das hier ist der Anruf von John Doe. 911, what are you reporting? Yeah, my house is getting robbed right now. What address are you at? 10th Avenue Southwest. Do you see someone inside? Yeah, he's inside right now. Okay, where are you? Are you armed? Yeah, oh Gott, das muss einfach so krass sein. Das muss so beängstigend sein, wenn auf einmal jemand bei dir einbricht. Okay. That's a house, correct? It is. Okay, is that crashing out here behind you? Is that them? What's that? Okay, is that crashing out here behind you? Is that them? Du hörst dann, wie die ein Fenster kaputt machen und bei dir im Haus sind. Okay, and you're upstairs? Manche könnten ja vielleicht meinen, dass das nicht echt ist oder so, ne? Aber dieses, wenn er sagt, please, und sie, ja, das ist so Gänsehaut bekommen. You don't have any further description of them right now, correct? No, I don't. Okay, I'm letting them know. What color is your house? Ihm werden ja voll viele Fragen gestellt. Man denkt sich, mein Gott, was will sie denn alles wissen? Aber das Ganze ist ja, um ihn zu beruhigen. Sie können auch fragen, welche Hausnummer wohnen sie. Aber diese Fragen, was hat ihr Haus für eine Farbe? Wie geht es ihnen? Wie viele Autos stehen vor der Tür? Erstmal, um die Informationen zu bekommen, ne, für die Polizisten, die dann eintreffen. Aber auch, um sicherzustellen, dass er noch bei der Sache ist und dass er nicht völlig durchdreht. Ne? Denn er hat ja auch eine Waffe. How many stories? Two. Okay, how many vehicles should be in front? I don't know. Okay. Okay, what's your vehicle? It's a red truck. But there shouldn't be any other vehicles there, right? Hyundai, silver Hyundai. Okay. Bear with me, I've got officers, okay? Got officers heading your way, okay. Do you live with anybody else? No, I'm by myself. Okay. Okay. Are you able, do they know you're there? No. Okay, okay, stay quiet, okay? Keep yourself safe. Okay. Okay, you're doing great. Stay with me. They just broke out all the windows? Okay. We've got officers on the way, okay? Can you hear how many people are there? Can you still hear them? Okay, is your door locked? Das ist so krass, wie ruhig es auf einmal ist. Man hört einfach gar nichts. Das klingt wie die Ruhe vor dem Sturm. Aber warum meldet er sich nicht? Vielleicht deswegen. Can you hear me? Man hört einfach, wie er 11-mal schießt, zumindest könnte es er gewesen sein. Dieses Geräusch, das der Niedergeschossene dann macht. Boah, ich krieg da wirklich Gänsehaut, das wird einem wirklich anders, aber hört's euch mal an. Das ist wirklich angsteinflößend. Und wie es der Frau gehen muss, die das am Telefon mithört, will man sich gar keine Gedanken drüber machen. Can you hear me?
Hello? Can you hear me? Hello? Hello, if you can hear me, I need you to talk to me. I need you to know what's going on. Hello? Hey, what's going on? Where are you? Okay, we've got officers coming. What's going on? What happened? Jetzt stellt euch mal vor, dass der, der das Telefon aufgehoben hat und da jetzt am Apparat ist, gar nicht John Doe ist. I lost my phone. Hold on. Okay, hello? I heard shots. What happened? I had to shoot him. He came after me. I'm hiding in my closet, my bedroom. Okay, where are you right now? Sorry, I don't know. No, you're okay. I'm in my bedroom upstairs. Okay, so if I'm coming up the stairs, where is it? There's more people. There's still more people. Okay. Yeah. How many more? Please hurry. Yep, nope, we've got officers coming. There's another guy downstairs. I think he just left.